Nee, geht nichts mehr raus. Na Leute, gib keine Waffe. Wir müssen das irgendwie anders machen. Vielleicht von der Treppe schubsen. Warte, so, wir können ihn noch packen. Ja, packen können wir ihn. Packen, packen, packen. Was machen wir, wenn wir ihn gepackt haben? Richtig. Wir töten ihn. Mit dem Ziegelstein kann ich nicht zuschlagen, denn... Mit dem wirft Cash bloß. Er kann es nicht zum Schlägern benutzen. Hier kann ich leider nicht durch. Was ist, wenn ich ihn wirklich packe? Ich kann ihn nicht packen. Er ist zu dick. Er ist zu groß. Er ist zu fest. Er ist... alles. Bloß nicht clever. Ey, was soll denn das? Wie soll denn das gehen? Oh, meine Güte. Okay, ich mach kurze Unterbrechung und guck mal kurz nach. Okay, Leute, ich habe mir kurz ein Video angesehen und jetzt ist es klar. Wir müssen ihn über das Gitter hier locken. Er ist zu schwer, er wird einbrechen. Es wird durchbrechen und dann ist sie sachig. Hutti, lass mich! So war das nicht gedacht. Gut, aber ich habe das Schmerzmittel schon genommen. Oh nein. Komm schon. Was? Nein. Was? Nein. So war das nicht gedacht. Oh ja, super. Ich mache einen kurzen Schnitt. Okay, wir sind wieder an der Stelle, wo er abgehauen ist. Und diesmal versuchen wir es einfach nochmal. Nee. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich bin nämlich auch auf dem Gitter gestanden und dann wird die Cutscene oder das... Das Skript wird nicht getriggert, wenn ich auch draufstehe. Ist klar, wir wollen ja nicht auch runterfallen. So. Deswegen, hallo! Piggy's home! Piggy's home! Piggy, Piggy, Piggy! Miss Piggy hat nen Dicky. Geht doch! Was? Was? Was soll denn das jetzt? Komm, komm, komm wieder her. Hey, war doch nicht so tragisch. Können wir gleich nochmal machen. Hier bin ich. Guck dich an, du fette Sau. Piggy is angry. Oh, Piggy, hä? Bist du böse? Hier bin ich. Guck. Guck dich doch an. Das war's jetzt. Ja, Piggy. So, die Kettensäge macht Lärm, wenn ihr Motor läuft. Mit der Aktionstaste 2 machst du ihn aus. An. Aus. An. Aus. So, da ist endlich ein Speicherpunkt. Send him to hell. Go on. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, toll. Oh ja, ganz toll. So war das natürlich geplant, Leute. Mach die scheiß Motorsäge aus. Oh, jetzt kann ich die... Ich kann nicht mal Stealth killen, weil die Motorsäge einfach zu laut ist. Motor. Motor, Motor, Motor. Das hat ein Motor so an sich, ne? Ah doch, ich kann so Stealth killen. Ich nehme das M4 jetzt. Ich habe da gar kein Problem mit. Okay, ich muss jetzt bloß... Ich habe einen Kopf. Ich habe einen Kopf. Hier bin ich. Kommt doch mal her. Ich hätte jetzt voll Bock, einem von euch einen Headshot zu geben. Kommt schon, kommt schon. So, gut, einen hätten wir. Wir nehmen die Kettensäge und gucken, was sich hier bewegt. Ja, da ist einer hochgekommen.
Zack. Kopflose Aktion von dir, ne? Hier einfach reinzustürmen. So, 6 Schuss im M4. Kann nicht gut gehen. Wird es aber. 12 Schuss. Wir gucken erstmal runter. Ne, unten ist nix. Aber oben wird's abgehen wie Katz Schmitz. Schmitz Katze meine ich natürlich. Meine ich natürlich. Erstmal gucken, was hier los ist. War ein Headshot. War ein guter Headshot, so. Hier ist noch Schmerzmittel. So, Kollege Starkweather. Ich brauche meine. Warum? Die Tür ist doch gerade aufgegangen. Da sind sie doch alle raus. Warum brauche ich jetzt auf einmal wieder meine Motorsäge? Naja. Ist logisch, ne? Vielleicht wollen wir ja Starkweather mit der Motorsäge richtig schön kalt machen. Du läufst mir nicht weg. Kann ich dir leider nicht erlauben. Ja. Crash, I made you. Acclaimed movie maker Lionel Starkweather has been found dead today, along with several of his bodyguards, at his estate at the Wapona Hills residential district. In what investigators are calling a bloody vendetta, an unknown assailant infiltrated the compound, killing Starkweather, but more interestingly, leading police to the site of a snuff film ring being run from the estate's confines. Linked to this ring is Carcer City's own police chief, Gary Schaefer, whose lawyer stated that he intends to plead not guilty. Okay, das war's. Das war Manhunt. Let's Doku Manhunt. 21 Minuten für ein dickes Schwein und ein paar andere Gegner. Naja. Kann man halten, was man vor will. Ich habe eigentlich zwischendurch immer wieder ein paar Fazits abgegeben vom Spiel. Und das werde ich jetzt das Ganze nochmal zusammenfassen. Das ist ziemlich brutal. Ist auch von Rockstar und GTA ist auch nicht gerade dafür bekannt, dass GTA ein kinderfreundliches Spiel ist. Also würde ich mal fast sagen, typisch Rockstar. Obwohl das jetzt natürlich Quatsch wäre, das zu sagen. Ist es auch. Aber auf jeden Fall, es ist brutal. Die Grafik war damals sicher Mittelmaß. Ich weiß nicht genau, wann das Spiel rausgekommen ist. Ich glaube 2004, 2003. So was in der Richtung. So, kommen wir zu den Spielelementen. Das Schleichen war, wie ich gesagt habe, zu einfach. Das Schießen war dann zu schwer. Ein offenes Schussgefecht ging immer tödlich aus. Und es gab teilweise Szenen, da war das Schießen Teil der Szene. Also man konnte gar nicht anders. Man musste schießen. Und da ich ja Manhunt 2 schon Let's Played habe, weiß ich, dass in Manhunt 2 alles umgedreht ist. In Manhunt 2 haben sie das Schleichen schwieriger gemacht. Sagen wir mal, viel zu schwer. Und das Schießen haben sie in Manhunt 2 viel zu einfach gemacht. Sie haben sich also Gedanken gemacht anscheinend. Und das war anscheinend auch ein Kritikpunkt in Amerika an dem Spiel, weil in Deutschland wurde es ja sicher nicht getestet. Glaube ich, da es ja ziemlich schnell indiziert wurde. Und ja, die Story ist natürlich absolut nebensächlich. Wer das Spiel spielt, spielt es wahrscheinlich wegen der Gewalt. Was für einen Grund sollte es sonst geben? Die Story ist ja jetzt nicht gerade der Hammer. Ich meine, dass erst werden wir entführt, müssen für diesen Snuff-Regisseur da arbeiten. Und dann entkommen wir ihm und dann Vendetta und Rache und was weiß ich noch alles. Das ist
Ja, nicht gerade Oscar-reif. Aber ja, ist ganz nett. Nach einer Zeit macht einem das diese rohe Gewalt macht einem nach einer Zeit gar nichts mehr aus. Die ist dann einfach so im Spiel. Also vielleicht bin ich auch schon geschädigt und Amoklauf gefährdet und was weiß ich, weil ich bin ja so eine kranke Sau. Vielleicht macht es mir deswegen nichts mehr aus. Naja, was kann ich sonst noch dazu sagen? Es hat eigentlich keinen Wiederspielwert. Die Story ist immer die gleiche. Wenn man alle Tötungssequenzen gesehen hat, dann ist es, war es das auch. Es gibt nichts Freischaltbares. Gut, man kann hier Sterne sich ergattern und kann halt dann, wenn man so ein kranker Typ ist, versuchen, immer 5 Sterne bei der Endpunktzahl auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad zu bekommen. Aber sonst hat es keinen Wiederspielwert und ja, es kriegt eigentlich eine Empfehlung von mir, ja, denn es ist recht anspruchsvoll, also auch für etwas bessere Gamer ist es doch ziemlich schwer, vor allem das Schleichen, das hat mit, es ist nicht so leicht wie Metal Gear, aber auch nicht so schwer, andersrum, es ist nicht so leicht wie Splinter Cell, aber auch nicht so schwer wie Metal Gear. Und die Splinter Cell-Zocker unter euch, die sind ja verwöhnt da, hier Kampfmesser und wenn ihr entdeckt wurdet, einfach Kampfmesser rein und tot. Und jetzt bei dem neuen Splinter Cell ist eh fast nichts mehr schleichen. Gut, das soll jetzt kein Kritikpunkt hier an Splinter Cell sein, ne? Es war bloß ein Vergleich. Und ja, das war's eigentlich von meinem Fazit, gibt nichts mehr zu sagen. War ganz nett, ich hoffe euch hat's gefallen. Mir hat's Spaß gemacht, teilweise. Und ja, das ist das Ende von meinem ersten Let's Doku, wahrscheinlich auch mein letztes Let's Doku. Habe ich ja als Gefallen für die Liebe zu Halo 1986 gemacht. Guckt auf seinen Kanal, ist ein guter Let's Dokumentierer. Und yo, damit beende ich dieses Let's Doku Manhunt. Die Akte ist geschlossen. Wir hören uns bei meinem nächsten Projekt oder bei irgendeinem anderen Video, ne? Bis dann.